Herzlich willkommen zu einem neuen Modellaviator Unboxing Video. Heute mit dabei haben wir für euch von der Firma Pichler das Modell Twin Otter. Kann man hier einmal auf dem Bild sehen. Es gibt die gelbe Kanada-Variante und wir haben schon mal reingeschaut in den Baukasten. Wir haben uns entschieden für die Swiss Version. So, wollen wir mal reinschauen in den Baukasten. Unbedingt. Das Modell ist aus Holz, bereits foliert. Und wie man ja hier auch schön sehen kann, das ist auch schon sehr weit so vorgefertigt, es hinterlässt schon aus der Verpackung heraus einen sehr schönen Eindruck. Definitiv. Bedruckte Folie. Kann man das denn hier auch machen? Da vorne, ich gebe dir mal kurz das Messer. Ja. Und man kann sie auch einfach nur aufziehen. Oder auch nicht, geht mal kurz. Oder auch nicht, okay. Also das heißt, ich mal sehr sicher verpackt. Durchaus auch ein Kriterium. Oh ja, durchaus. Das kennt man auch anders. Ja. So, warte mal. Jawohl. Entweder ist die Folie sehr gut oder das Messer stumpf. Ich kann wohl zubereiten. Das Unboxing-Video verzögert sich um unbestimmte Zeit. Mach dich nur lustig. Ja, so. Wunderbar. Ich spiele von hinten. Sehr schön. Ja. So, was eben noch schön glänzte, ist jetzt so leicht seidenmatt. Mhm. Sehr schön sind hier zum Beispiel die aufgedruckten Nieten. Ja, das ist einfach sehr schön gemacht. Hinterlässt auch schon einen optisch sehr guten Eindruck, wenn man hier noch ein bisschen was zum Beispiel Weathering betreiben möchte. Ich denke, das wird auch ganz gut darauf haften. Zu sehen ist auch hier die ganzen Fenster, die sind von hinten eingeklebt, stehen so ein bisschen hervor. Ja, ein schöner plastischer Effekt, das gefällt. Ja, auf jeden Fall. Vorfertigungsgrad, hier sieht man, hier sind schon bereits die Bauzugrohre, die schauen hier heraus. Da brauche ich dann wahrscheinlich, im Baukasten sehe ich schon, da sind die Drähte, die brauche ich hier nur noch einführen. Dann ist das auch schon anschlussfertig. Können wir hier irgendwo etwas öffnen, um mal hineinzuschauen? Sagen wir mal so, die Türen haben zumindest Scharniere. Die haben Scharniere. Vielleicht den Türgriff so wie im echt bedienen, hoch, runter oder irgendwas? Nein. Okay, gut. Das lassen wir mal. Vielleicht sind die auch mit Magneten oder sowas befestigt. So. Das haben wir beim Unboxing auch noch nicht gehabt, ne? Dass wir nicht so recht wissen, wo man denn rankommt, meinst du? Ja, ganz genau. Da hilft wahrscheinlich dann der Blick in die Bauanleitung. Vermutlich. Ja. So, guck mal. Gut gehalten durch Magnete. Jetzt können wir mal einen kleinen Blick hineinwerfen. Ja, so eine einfach solide gebaut aus Balsa. Sehe ich auch immer ein bisschen Sperrholz. Ja, da ist auch Sperrholz zu sehen. An den tragenden Teilen, da wo es ein bisschen mehr halten muss. Vorne das Cockpit ist leicht ausgebaut. Also sind zwei Sitze. Armaturen sind da zu erkennen. Also ein bisschen Scale ist das auf jeden Fall. Dann kommt mir hier schon entgegen, unten der Bereich, wo später das Fahrwerk eingeschraubt wird. Ja, soweit alles vorbereitet. Und einfach wieder hier dieses Teil da draufsetzen. Dann schalte ich jetzt aber mal draußen, damit das nicht runterfällt. Schauen wir mal rein in den Baukasten, was wir sonst noch so entdecken. Da haben wir einmal hier vorne eine GFK Motorhaube, beziehungsweise vorne die Rumspitze. Motorhaube, totaler Blödsinn. Wir haben es ja hier mit einer Zweimotorin zu tun. Das heißt, die Motorhauben, die sind noch ganz woanders. Ja. Bereits lackiert. Ich kann das mal schnell einmal anhalten, ob das auch so einigermaßen hinkommt. Aber das sieht doch recht passabel aus. Das passt auch. Jo, das kriegt man auf jeden Fall gut drauf. Das ist ja auch von den Übergängen hier sehr stimmig, der Eindruck. Von den Farben passt das auch sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Leitwerk. Unverkennbar die Swiss Version. Genau. Und hier sogar mit angedeuteten Sicken. Also, obwohl die sind nicht nur angedeutet, die kann man sogar fühlen. Ach, das ist ja stark. Also, sie sind nicht durch die Folie, oder? Was ist das? Nein, das ist die Rippenstruktur dahinter. Das ist der Grund. So. Dann leg das mal auch beiseite. Jawohl. Anleitung. Braucht man auch nicht viel Worte verlieren, denke ich. Ich schau mal ganz kurz hinein. Ich schätze viele Bilder. Vermutlich in englischer Sprache. Was haben wir hier? Jawohl, in englischer Sprache. Hier zum Beispiel der Anbau der Motorgondeln auf die Tragfläche. In Bildern schön beschrieben, auch welche Schrauben der Typen zu benutzen sind, zu welchem Zeitpunkt. Hier jetzt U-Grad-Einbau. Irgendwo stehen, hoffe ich, dann auch mal die Wertangaben. Ja.
Ja, genau, Schwerpunkt und Rotausschläge ist alles angegeben. Das, was man braucht. So, ich habe schon mal die Tragflächen rausgeholt, die beiden Hälften. Sind jetzt noch eingepackt. Wir sehen einmal Landeklappenfunktion und Querruderfunktion. Das ist hier möglich. Wir haben uns von der Firma Pichler in dem Fall dazu kommen lassen, auch die passenden Servos. Das sind für diesen Fall Master-Servos in unterschiedlichen Größen. Je nachdem, ob für Betrieb von Höhen- und Seitenruder oder eben für die Klappen. Dann haben wir außerdem noch dabei, das wird ja extra für dieses Modell angeboten, ein Antriebssatz. Richtig. Besteht, können wir auch mal in die Kamera zeigen, aus den beiden Antriebsmotoren. Das sind Boost 30, die hier eingesetzt werden. Dann haben wir mit dabei ein paar Spinner. Anschlusskabel, schon fertig konfektioniert. Wunderbar. Braucht man nicht mehr viel machen. Genau. Dreiblattpropeller und wir sehen hier 40 bzw. 50 Ampere Regler, zwei Stück. Die sind damit dabei. Betrieben wird das Ganze mit einem, jetzt muss ich mal schauen, auch das haben wir uns kommen lassen. Genau, schau mal den Karton. Ja, ich meine ein 3S Lipo. Jawohl. In dem Fall mit 4300 mA von Lemon RC, wird ja auch von Pichler angeboten. Genau. Ist für dieses Modell auch dafür vorbereitet. Und du hast da gefunden, die Motorwanne. Genau, richtig. Hier ist die Motorwanne. So. Willst du sie auspacken oder? Nein, das, wir das mal so. Sieht es ja eigentlich auch so. Hier vorne werden die Motoren dann angebracht, richtig. Hier auf der Fläche dann aufgesteckt und verklebt. Wird auch in der Anleitung genau beschrieben. Dann haben wir hier noch kleine Gondeln. Nein, kann man eigentlich machen, was die glauben. Die sind, mal schauen, aus welchem Material. Fühlt aus GFK, oder? Ja, genau, fühlt sich aus an. Genau, aus TFK. Die werden dann entsprechend vorne einfach auf die Fläche aufgesteckt. Hier sehen wir dann auch sogar noch ein paar Details. Sehr schön. Ganz schön gemacht. Auf jeden Fall. Haben wir hier noch Räder. Ach, das sind sogar noch weitere Spinner. Fahrwerksbügel ist da unten. Also Schrauben, Kleinmaterial, was man noch so braucht. Ja. Genau. Das sind die Abdeckungen. Genau. Für die Motorgondel. Richtig. Die hängen wir einfach mal hier rein. Ja. Noch ein sehr massives Alu-Rohr als Flächensteckung. Alles, was man zum Fertigstellen des Modells benötigt, ist im Baukasten enthalten. Wenn man sich noch dazu für das Antriebsset entscheidet, ist auch auf der Seite alles vorhanden. Ja. Pichler bietet die passende Servos an. Also man kann direkt eigentlich bei diesem Hersteller sich alles zulegen, um das Modell fertigzustellen, aufzubauen, loszufliegen. In dieser Form werden wir das dann auch dem Tester zur Verfügung stellen. Sind sehr auf sein Urteil gespannt und freuen uns schon, wie diese Twin Otter dann fliegen wird. Erwähnen möchte ich bei der Gelegenheit noch, da gibt es auch eine Schwimmerversion, also man kann hier noch als Option das noch dazu erwerben. Werden wir vielleicht auch noch anfragen, auch vielleicht noch mittesten und dann natürlich auch darüber berichten. Aber das folgt alles in einer folgenden Ausgabe vom Modellautomator. Bis dahin!